Der berühmte Jim Gibbons schlägt zurück. 25 Jahre nach dem schrecklichen Unfall kehren der pensionierte Messerwerfer und sein neu formiertes Team, der Jahrmarkt, in unsere Stadt zurück. Ich habe beschlossen, meine Truppe wieder zusammenzutrommeln, sagt Gibbons. Denn der Jahrmarkt ist mein Leben und, anders als Alice, die einzige Liebe meines Lebens. Ich werde jedoch nie wieder diesen schicksalhaften Auftritt wiederholen. Unsere langjährigen Leser erinnern sich möglicherweise noch an Jims Frau Alice Baker. Sie wurde während Jims berühmtester und äußerst gefährlicher Nummer, der blinde Werfer, von einem Messer getroffen. RIP. Die Tageszeitung. Nach dem Tod seiner geliebten Alice schwört Jim, dass der blinde Wurf nie wieder gezeigt wird. Assistentin von Messerwerfer tot. Der legendäre Messerwerfer verfehlte bei seinem Auftritt das Ziel. Naja, oder auch nicht. Das Messer traf Alice Baker, Jims Ehefrau und Assistentin. Die Frau starb in den Armen ihres Geliebten. Der Drama. Der furchtbare Unfall ereignete sich auf dem Höhepunkt von Jims und Alice Karriere. Tickets. Fürs Spiegelkabinett. Sweet. Der Direktor scheint viel zu trinken. Ich frage mich, welche Erinnerungen zu ertränken er versucht. Nur weil da eine Flasche steht, heißt das ja nicht, dass er jetzt massiv trinkt. Aber gucken wir mal. Was ist das? Aber nette Buttplug-Sammlung hat er hier stehen. Erstes Zahnteil. Okay. Cincinnati, 1971, bester neuer Zirkusartist. Denver, 1972, Publikumspreis. Kansas, 1975, Preis für herausragende Leistung. Der fehlt offenbar. Paris, 1974, Grand Prix des Cirque. Cirque, du hast einmal ausgesprochen, ne? Grand Prix des Cirque. Yeah, wir haben die Karte gefunden, voll gut. The Carnival Map. Now I'll know where to search for Susan. Der Karneval ist ja auch voll riesig, da brauchten wir auf jeden Fall eine Karte. Aber das könnte Quick Travel ermöglichen. Okay, das geht nicht. Quick Travel? Kein Quick Travel. Bedauerlich. Okay, wir brauchen wahrscheinlich einen Code. Und einen Griff. Alles klar. Wieso schicken die eine Person, um eine vermisste Person zu suchen? Warum nicht? Sollten sie zwei Personen schicken? Sie haben halt einen krassen Detektiv angeheuert. Oder eine krasse Detektivin. Vielleicht gehören wir auch zur Polizei. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum nicht mehr? Weil wir halt nur ein Hauptcharakter sind. Mein Gefühl sagt mir, dass der Rummel eine Menge Geheimnisse mit seiner lustigen Fassade versteckt. Die Frau hat studiert. So, nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Und da habe ich mir ein Spiegelkabinett immer anders vorgestellt. Gott. Kennt jemand die John Sinclair 2000 Folge Schach mit dem Dämon? Susan Jones really is trapped in the mirrors. Wo sie in den Spiegel stürzen und in irgendeine andere Dimension, das erinnert mich gerade massiv daran. Hey, wenn das mal nicht für die Kiste im Büro des Direktors ist. Die Tür ist verschlossen, okay. Gott, dramatische Musik. Ist die okay von der Lautstärke oder ist die zu laut? Vom Pegel her fast ein bisschen zu laut aus. Jetzt ist sie auf jeden Fall zu leise. War ein bisschen leiser gemacht. Jetzt ist die Musik auch aus. Ja, fantastisch. Ist okay. Na, schade. RIP. Gut, gehen wir mal hier hin. Was haben? Oh, ein Wimmelbild. Sehr schön. Brennende Lampe. Okay, die haben wir hier. Sicherheitsbrille. Tic-Tac-Toe brauchen wir auf jeden Fall noch. Achso, das müssen wir erst vervollständigen. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich Kreide zu. Die ist hier.
Haben wir irgendwo ein Messer? Wir müssen aus dem Kürbis was schnitzen, auf jeden Fall. Ein Messband brauchen wir, das ist hier ein Zahnteil. Das wird das hier sein. Klebeband, ein Rechenschieber, der ist hier drauf gedruckt. Ein Schirm, der ist hier. Ein Mob, der steht ganz offensichtlich hier. Das ist nicht das Klebeband, das ist das Klebeband. Hier ist das Messer, um den Kürbis zu schnitzen. Gute Sache. Eine Luftschlange brauchen wir noch. Das ist das Ding hier. So, Taschenlampe und Sicherheitsbrille. Der Taschenlampe. Und Sicherheitsbrille. Okay. Ich habe... Ach, das ist ein Schrank. Ich hatte es ja für einen Raum gehalten, aber meinetwegen ist auch nur ein Schrank. Gut, gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal da hin. Machen wir die Kiste auf, wa? Beste Zirkusassistentin des Jahres 1974, Alice Baker. Auftritt des Jahres 1973, Jim Gibbons. R1, L4, R2, L1, R8. Das ist mal locker die Kombination für den Safe, möchte ich behaupten. Sonst ist hier nichts. Alles klar. Was haben wir jetzt noch gefunden? Griff. Für den Safe, möchte ich behaupten. Jawohl. Rechts auf 1. Links auf 4. Rechts auf 2. Links auf 1. Und rechts auf 8. Ja, als alter Safecracker-Experte ist das natürlich keine Herausforderung. Genau gleich. Endlich eine Frau, die Alice ähnlich sieht. Perfekt geeignet für das Ritual. Wait, what? Was denn jetzt für ein Ritual? Die vermisste Frau sieht genauso aus wie die verstorbene Ehefrau des Messerwerfers. Das scheint mehr als ein schauriger Zufall zu sein. Ach ja, wer sagt das? Torplatte. Ah, alright. Dann können wir ja mal Platti mit Plattenface da reinsetzen. Ach, der Affe kann ihn holen. Ja, voll gut. Na dann, uff die Tür. Knarz. Ab in die Gasse. Oha. Leave me alone. Leave Britney alone. Jim Gibbons. Again. Why does he keep running away? And what's with the struggle in the tent? Tja, wir werden es nie rausfinden. Great. One hit and it's already broken. I should fix it before I try again. Oh, wir brauchen einen Schraubendreher. Hm, nun ja. Gehen wir mal ins Wahrsagerzelt. Ach, der ist noch nicht tot. Das tut mir sehr leid für ihn. Ich kann diese Klinge nicht anfassen, ohne mich daran zu schneiden. Ich muss die Griffe finden und sie dran schmieden, oder was? Unglaublich. Aber der Wahrsager ist Batman, eindeutig. Dieser Spiegel wurde erst kürzlich im Haus der Ängste eingebaut. Darin sah ich einen bleichen Fremden mit Kapuze und eine verzerrte Version des Jahrmarkts. Was hat Jim vor? Seltsam. Die Kristallkugel reagiert auf meine Berührung und zeigt mir die Bilder eines verzerrten Reiches. Oh. Das verzerrte Reich. War das nicht so eine Nazi-Nummer?
Hast du nicht bei der ersten Hilfe aufgepasst, wenn was im Körper steckt, nicht rausziehen? Kommt drauf an, was es ist und wo es steckt. Also. Wenn du weißt, was ich meine. Alte chinesische Zeichen. Ja, das konnten wir jetzt anstupsen und das hat nichts gemacht. Okay. Können wir die Kissen wegräumen? Nein. Gut, hier geht dann gerade nicht mehr so viel, glaube ich. Dann gehen wir da erstmal wieder raus. Ich will gar nicht zum Karussell. Schon mal den Shit loswerden. Die Tür klemmt. Vielleicht muss ich die fehlenden Teile einfügen. Ja, mit Sicherheit. Dann klemmt sie auch nicht mehr. Magische Anti-Klemmteile. Schön, dass ihr Haus der Ängste wirklich ins Deutsche übersetzt habt. Das ist ein bisschen schäbig. Nein, jetzt wollte ich wirklich zum Karussell. Ah, die Spiegelscherbe können wir natürlich so rausziehen. Das ist überhaupt kein Ding. Aber das Schwert auf gar keinen Fall. Ist das die Clownsnase? Nasenteil. Das Karussell funktioniert, aber die Pferde sind in einem schlechten Zustand. Und die Farbe blättert ab. Eine Skulptur, aber sie sieht so echt aus. Wie eine echte Pantomime, die sehr, sehr still steht. Ich wette, das ist es auch. Wir können es rausfinden, wenn wir das Geld klauen. Oder sie mit dem Hammer schlagen. Nicht? Okay. Wir haben einen Schraubendreher, wir wissen, was wir damit tun. Komisch, dass du die Teile schon hattest, bevor er die Tür geschlossen hatte. Ja, jetzt nimmt man halt mal mit, ne? Also. Voll gut. Das raus. Das rein. Schraubt sie von alleine wieder zu. Ich muss nichts machen. Finde ich super. Und dann hauen wir doch nochmal. Jawoll. Ach, dem fehlt auch noch Frisur. Okay, das sind noch gar nicht alle Teile. Ich dachte, wir wären schon durch. Aber da fehlt noch ein Löckchen. Ich verstehe. Der Rest des Rummels ist abgesperrt. Das ist ja bedauerlich. Okay. Ja gut, dann müssen wir irgendwo noch den Haarhelm herkriegen. Haben wir irgendwo ein Wimmelbild? Ah, so einfach geht's. Es sieht so aus, als hätte jemand den Karnevalschrank aufgebrochen. Ja und? Und jetzt? Ist jetzt Bescherung? Haus der Ängste. Wahahaha. Die Tür ist verschlossen, aber die Schädelgriffe sind irgendwie schick. Naja. Kriegst du wahrscheinlich für ein 10 im EMP. Sollen mich diese billigen Tricks beeindrucken? Nö, ich gehe einfach wieder. Dieser Teil des Hauses der Ängste scheint nicht für die Öffentlichkeit, scheint für die Öffentlichkeit geschlossen zu sein, okay. So eine Gummihand? Ich sag mal nichts. Taschenspielertrick, darauf falle ich nicht rein. Don't try to stop me, Detective. You don't understand. It's necessary. Bye, Jim. Sagt sie gar nichts dazu? Nein. Der Spiegel ist teilweise kaputt. Setze die Teile an den passenden Stellen ein.
mirror. Yes. Don't you know that the mirror world is a very dangerous place? Once you enter, you might never come back. But if you want to go, I can't see why not. Just give me the token. Okay. Werfen wir doch mal ein Auge auf den Spiegel. Das wage ich zu bezweifeln. Die Karte zeigt eine seltsame Version des Jahrmarkts. Ob ich Susan dort finden werde? RIP. Durch den Spiegel, muss ich?